Grüß euch. Das ist unsere Hopfer, die was wir heute in Arlberg geholt haben. Bei unseren Bauern, die was speziell für uns in Hopfer machen. Für unser Krähenhopferpilz. Das Krähenhopferpilz ist eine Spezialität, die was man am selben Tag vom Hopfer ernten muss und am selben Tag brauchen muss. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Frische erhalten bleibt, weil das einfach eine ganz geile Sache ist, die man mit dem Bier, wenn man das trinkt und den frischen Hopfer kaufen wird. Das geht sehr, das ist super gern, das ist total frisch und einfach. Super. Und jetzt am Abend wieder. Und das Bier schmeckt den Licht dann im Hopfen entweder. Es riecht dann so, als wenn wir einen Hopfergarten draußen, wie der Bauer reingeht und sagt, das ist mein Hopfergarten. So sagen wir, das ist unser Bier und es riecht ganz frisch nach Hopfen. Und was haben wir für einen Qualitätsstandard jetzt im Augenblick? Was sagt dein Thermin? Wunderbar, perfekt, hätte nicht besser sein können. Hopfen schön frisch, Aroma perfekt, wird so gut werden. Da sind wir schon im Stadion der Hochkreisen. Das ist ein wunderbare Schaumkragen oben auf der Oberfläche. Das neue Grünhopfenpilz vom Schorrmer Brei. Einzigartig, bayerisch, sehr gut.